Hallo, Entschuldigung. Das ist doch mein Kinderwagen. Es geht hier also schon wieder um den Kinderwagen. Sie können an dem Kinderwagen kein Eigentum erwerben, weil er eben gestohlen war. Was ist das? CBD-Öl. Ja. Das ist ein Wunderzeug. Bernd verkauft das auch. Der hat seiner Frau ein Haus gebaut. Ja. Und genau das mache ich für dich auch. Ich sage Ihnen, was das ist. Das ist ein Schneeballsystem. Ich bin Ingo Lenzen und kämpfe für Gerechtigkeit. Frau Gösser? Schönen guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Lenzen, das ist Herr Handke. Guten Tag, kommen, hallo. Kommen Sie rein. Danke sehr. Ben Handke, hi. Nico Gösser. Freut mich, Frau Gösser. Ja, Frau Gösser. Hallo. Ja, Sie haben ja mit Frau Grüner telefoniert, nicht? Ja, also ich habe eine Strafanzeige bekommen wegen Körperverletzung. Und ja, ich würde Ihnen gerne mehr erzählen drinnen in der Stube. Kann ich mal kurz zu den Kindern? Und damit klar, die das nicht so alles mitbekommen. Ja, natürlich. Hallo. Hi, guten Tag. Alisa. Hi. Ich gehe nur mit den Herren in die Stube und du kümmerst dich denn um Raphael, ja? Hast mit ihm die Hausaufgaben, ja? Gut. Ja, kommen Sie bitte rein. Ja. Ja, wollen Sie mal erzählen, was da genau passiert ist, was Ihnen solche Sorgen macht? Ich bin von der Arbeit gekommen und habe gesehen, wie ein Pärchen mir entgegenkam mit einem Kinderwagen. Halt! Hallo, Entschuldigung. Und dieser Kinderwagen wurde mir gestohlen vor 14 Tagen aus dem Keller. Ja. Bleiben Sie doch mal kurz stehen. Entschuldigung. Das ist doch mein Kinderwagen. Wer sind Sie? Entschuldigung, ja, was meinten Sie? Da habe ich denn den Leuten darauf angesprochen, dass der so aussieht wie meiner. Und ich weiß es, dass es meiner ist. Weil diese Bilder, die haben wir selber mal draufgenommen. Genau, das kann auch jeder sagen. Also darum habe ich ihn gleich erkannt. Das war eindeutig meiner. Da habe ich doch schon als Kind selber drin gelegen. Daher weiß ich das ganz genau. Als Kind selber drin gelegen? Was kommt denn noch? Also, ist ja lächerlich. Ja. Sie wollten weiterlaufen. Also, jetzt gehen Sie mal bitte aus dem Weg. Ich muss hier durch. Nein, und ich möchte jetzt auch zu meinem Termin. Warten Sie doch bitte noch. Nein, mal. Lassen Sie bitte meine Kinder. Reicht jetzt? Nein, Sie bleiben durch. Jetzt hier weg. Ja. So. Nee, machen Sie doch nicht. Bitte? Ich habe mich hier. Au! Ich habe mich verletzt. Und dabei hat sie sich wahrscheinlich die Hand also so verdreht. Aua. Oh mein Gott. Schatz, mein Handel hat mich hier angegriffen. Kannst du bitte die Polizei rufen? Das ist ja Körperverletzung. Ja, und nun habe ich jetzt diesen Brief bekommen gegen Körperverletzung, Schmerzensgeld, diese Summe von 1.500 Euro zahlen muss. Ich weiß gar nicht, wo ich das herholen soll. Ich arbeite als Reinigungskraft, ich habe nicht so viel Geld. Mein Mann hat gar keine Arbeit. Haben Sie gerade mal von dem Brief gesprochen? Dürfte ich ja, den mal sehen? Ja, den Brief habe ich hier zu liegen. Können Sie sich... Ja, ich schaue mir das an. Ich schaue mir das schon ja. Okay, alles klar, ja. So, das ist der von der Polizei. Und der andere? Okay, ja, schauen Sie mal. Da können wir natürlich sehen, wer die Anzeige erstattet hat. Und dann wollen wir mal versuchen, mit den Herrschaften zu reden. Was halten Sie denn davon? Das wäre dass man einfach diesen Streit mal aus der Welt schafft. Ja, der. Wollen Sie da dabei sein? Ja, gerne. Neben der Anzeige und der Schmerzensgeldforderung beschäftigt Nike Gösser vor allem die Frage, wie das junge Paar in den Besitz ihres Kinderwagens kommen konnte. Die Polizei hat den Dieb des Familienerbstücks bisher nicht ermittelt. Daher ist auch Ingo Lenzen auf die Erklärung von Sibel Arnold gespannt. Oh, guten Tag. Ja, guten Tag. Darf ich mich gleich vorstellen? Mein Name ist Lenz, oh, ich bin der Anwalt von ihr. Ja, ich habe mir mein Handgelenk verstaucht bei ihrer Aktion da letztens. So schlimm. Es ist richtig verstaucht. Ich kann mich hier kaum um mein Baby mehr kümmern. Aber ich möchte mich noch mal entschuldigen. Es tut mir wirklich leid. Es war nicht mit Absicht. Und wir haben ja beide gezogen am Wagen. Und ja, also, dabei ist es der Unfall halt passiert. Da habe ich jetzt auch nichts mehr von. Also, es tut mir leid. Nee, also warten Sie doch bitte. Zwischen Ihnen ist ein kleiner Streit entbrannt. Ja. Und zwar deshalb, weil meiner Mandantin ist dieser Kinderwagen gestohlen worden. Ja, das hat sie uns auch schon gesagt, aber das kann nicht sein. Den haben wir ganz legal erworben. Schatz, hallo. Hallo. Was ist hier los? Warum wird meine Frau so belagert? Ich belagere Ihre Frau nicht. Mein Name ist Lenz, ich bin der Anwalt von Frau Gösser. Okay, ich bin Herr Arnold, der Ehemann. Freut mich. Freut mich sehr. Hallo. Und ich wollte gerade mit Ihrer Frau über diesen Vorfall sprechen. Ja, schauen Sie, aber da widersprechen sich ja beide nicht. Sie haben ihn erworben, ich habe da keinen Zweifel dran. Ja, aber Sie können an dem Fahrzeug, an diesem kleinen Kinderwagen, können Sie kein Eigentum erwerben, weil er eben gestohlen war. Und das Gesetz sagt, an gestohlenen Gütern kann man kein Eigentum erwerben. Ein gutgläubiger Erwerb ist da ausgeschlossen. Es geht hier also schon wieder um den Kinderwagen, ja, natürlich. Um unseren Kinderwagen, ja? Ja, klar. Ich dachte, dass wir das bereits beim letzten Mal geklärt haben. Ja, aber schauen Sie, ich habe ein Foto gefunden im Familienalbum und da sieht man genau meinen Wagen und ja, das
Da bin ich selbst noch drin. Aber also, das kann ja jeder. Schauen Sie doch, das ist doch kein Beweis. Aber das Problem bleibt doch bestehen. Wir behaupten, das Eigentum sei bei uns, Sie behaupten, es sei bei Ihnen. So. Und darüber ist ein Streit eskaliert. Und Sie sind verletzt worden, das sehe ich auch. Ja. Aber meine Frage ist, war das überhaupt Absicht, dass sie sie verletzt hat? Also Schatz, das war definitiv Absicht. Nein, das war definitiv mit Vorsatz. Ich habe sie doch sie gar war nicht aufgeregt. Angefasst. Sie hat auch am Wagen gezogen. Also das keine Absicht. Kann ich nicht genau sagen. So, schauen Sie. Und jetzt sind wir in einem ganz anderen Bereich. Wir haben es hier nicht mit einer Straftat zu tun, sondern mehr mit einem Haftpflichtfall. Und wenn Sie das der Versicherung melden, könnten Sie sich da schadlos halten. Aber Sie haben natürlich auch noch ein Problem mit den Kosten dieses Kinderwagens. Ja, ich meine, sie kann uns das doch zurückkaufen. Nein, es ist ihr Eigentum. Sie haben es nicht erworben. So, die Frage ist jetzt, wer hat Ihnen denn den Kinderwagen verkauft? Wenn wir den haben, der muss Ihnen den Preis zurückbezahlen. Erinnerst du dich noch daran? Ja, das war? Also das war so eine Mitte 50-jährige Dame, ganz gepflegt, dunkle Haare, braun gebrannt. Die Dame sah ganz seriös aus. Die hat Ihnen den verkauft? Ja, also ganz normal. Das müssen wir eigentlich noch hier im Chatverlauf haben. Und zwar, kleinen Moment. Muss ich mal raussuchen. Ah ja, hier, da ist er. Und zwar, der Benutzername ist Siggi123 aus Eberswalde. Der hat Ihnen den verkauft. Genau. Oh, Herr Lenzen. Was oh mein ist? Gott, das kann doch nicht sein. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt alles gar nicht. Nike Gösser fällt aus allen Wolken. Online-Verkäufer Siggi123 ist ihr Ehemann Sascha. Laut Angabe des jungen Elternpaares war dieser beim Verkauf nicht anwesend. Doch die bisherigen Erkenntnisse lassen für Ingo Lenzen nur einen Schluss zu. Ich verstehe nicht. Er geht nicht ans Telefon. Sie erreichen ihn nicht? Nein, er geht nicht ans Telefon und ich weiß auch nicht, wo er gerade steckt. Das ist schon eine komische Situation. Ja. Ich meine, die Tatsache, dass Ihr Mann hier als Verkäufer des Kinderwagens aufgetreten ist, das lässt ja den Verdacht naheliegen, dass das Ganze alles inszeniert war, dass es überhaupt keinen Einbruch gegeben Langsam hat. Langsam kommt mir das auch alles ein bisschen komisch vor. Und wir erzählen uns immer alles und verstehen nicht, warum er sowas machen würde. Es sind ja noch mehrere Sachen aus dem Keller geklaut worden. Und, vielleicht hat er die auch einfach verkauft. Ne? Fragt man sich natürlich, warum. Ich meine, gibt es da finanzielle Probleme? Braucht der Kohle? Wir haben schon seit Längerem Geldprobleme. Mein Mann hat ja keine Arbeit. Ich bin nur Reinigungskraft. Wir verdienen wirklich nicht viel. Von Monat zu Monat kommen wir gerade so mit unserem Geld hin. Mhm. Haben zwei Kinder. Aber ich verstehe es selber nicht, wie er sowas machen kann. Ja? Und wenn es so war, wer die Frau war. Die in dem Wagen übergeben hat, meinen Sie? Ja, was soll man denn dabei denken? Ja? Nicht, dass er jetzt eine andere Frau noch hat. Ja? Also ich denke mal, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen mit Ihrem Mann reden. Ja, auf jeden Fall. Offenbar hat Sascha Gösser so große Probleme, dass er seine Frau und die Polizei belügt, um den Verkauf des Kellerinhalts als Einbruch zu tarnen. Als Ingo Lenzen und seine Mandantin den Familienvater zur Rede stellen wollen, scheint dieser erneut etwas zu verbergen. Sascha, warte mal. Willst du denn so schnell hin? Nika? Hast du meinen Kinderwagen verkauft? Der wurde doch geklaut aus dem Keller. Danke, Herr Gösser. Mein Name ist Lenz. Ich bin Anwalt Ihrer Frau. Das ist Herr Handke, mein Kollege. Herr Handke, hi. Ja, Strafanzeige. Konnte ich dir ja noch nicht erzählen? Eine Frau ist angezeigt worden. Ja, Körperverletzung. Ja, weil sie den Kinderwagen wieder gesehen hat, der angeblich gestohlen worden ist. Den du verkauft hast? Was soll das? Aus dem Keller gestohlen, ja, na klar. Ich habe den nicht verkauft. Doch, über Ihr Online-Profil ist der Wagen verkauft worden. Wir haben Kontakt mit den Käufern. Also. Ja, ich habe das Zeug aus dem Keller verkauft. Ja, warum? Stimmt. Damit ich mir das Starter-Set davon leisten kann, 2000 Euro. Schatz, eigentlich wollte ich dir das noch nicht sagen, sondern erst, wenn ich die ersten Sachen verkauft habe. Was verkauft? Was verkaufst du? CBD-Öl. Was soll das bedeuten? Was ist CBD? Was ist das? CBD-Öl. Ja. Ja. Das ist ein Wunderzeug. Was heißt ein Wunderzeug? Das macht kleine Wehwehchen weg, Kopfschmerzen, große Wehwehchen. Und wenn ich es verkauft habe, ich kaufe ein ganzes Haus, einen Kinderwagen zurück. Also haben Sie den Kinderwagen dafür verkauft, um diese 2000 Euro halt irgendwie auftreiben zu können. Und wenn mich fast sicher für den Kinderwagen haben Sie nicht 2000 Euro bekommen. Deswegen haben Sie auch den Rest aus dem Keller verkauft. Richtig? Wer war denn die Frau? Das war Rosa, die Frau von Bernd.
Ja, das Bernd, kann ja wohl nicht wahr sein. Mit Bernd habe ich das gemacht. Bernd verkauft das auch. Bernd hat mich eingeladen dazu. Der hat seiner Frau ein Haus gebaut. Ja, und genau das mache ich für dich auch. Was? Ich sage Ihnen, was das ist. Das ist ein Schneeballsystem, was man Ihnen andrehen will. Das ist kein Schneeballsystem, nein. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn schon? Na, erstmal bisher mich. Ja, stark. Ist ja richtig viel. Und 2000 Euro Das fängt ja erstmal gerade an. Ne? Das ist ein guter Start. Wie viel haben Sie schon verkauft? Na, auch erstmal noch nichts. Sascha, das ist doch mal ganz ehrlich, Herr Gösser, Mensch, wir brauchen jeden Pfennig. Schreiben Sie Ihre Familie damit nicht in den endgültigen Ruf. Nein. Aber Sie machen jetzt Folgendes bitte, ja? Sie melden sich gleich bei der Polizei und geben da an, dass es keinen Einbruchdiebstahl gegeben hat, okay? Ja, ist okay. Ja, gut. Okay. Und wir kümmern uns dann morgen um Ihre Strafanzeige, ja? Schatz, ich erkläre Sie gleich oben noch mal alles, ja? Okay, dann machen Sie das mal. Dann haben wir alles, oder? Herr Lenzen. Okay. Können Sie sich vielleicht noch mal die Firma ein bisschen genauer anschauen? Wer weiß, was mein Mann da umsetzt. Machen wir. Das ist nicht richtig. Gehen Sie mal zu ihm. Machen wir, wir kümmern uns. Ich kann es nicht glauben, ne? Dass man heutzutage noch in so eine Scheiße reinfällt. Wahnsinn. Gutgläubig und in der Hoffnung, seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen, ist der arbeitslose Sascha Gösser vermutlich einem Betrüger aufgesessen. Ingo Lenzen lässt Sarah Grüner zu der Firma recherchieren und appelliert am nächsten Morgen an das Mitgefühl der Eheleute Arnold.